Was haben wir? Also, bei mir steht 3:40 auf der Uhr. Ja, bei mir auch. Das ist ein bisschen zu schnell. Erstmal einen fetten Schluck aus der Pulle genommen und die ganzen Fotografen haben dann natürlich geschrien, Bierdusche, Bierdusche. Moin Leute, Berlin-Marathon. Ich bin angekommen am Tempelhofer Feld. Da hinten geht's rein zur Messe. Und hol mal meine Startanlagen ab, guck, wer so da ist. Schau mal bei Erdinger vorbei, was da so abgeht am Stand. Dann geht's hier ab mit dem Berlin Race Weekend. Ruben, Prediction. Wie schnell rennst du? Ich glaube, es wird keine Bestzeit. Wir werden mal gucken. Mache ich aus dir Fischfilet. Jetzt sag eine Zeit. 1:11:11. Alex, Ruben hat eine Ansage gemacht, was er rennt. Was rennst du morgen? Ich sag's keinem von euch, was der andere gesagt hat und guck, wer die größten Eier hat. Ich laufe mit Ruben an, dann kriegt er Schiss, bricht mental ein und ich laufe 1:11:59, Ruben 1:13 und ein bisschen. Okay. Mental Games, zeig's ihm vorher. Zeig's ihm vorher. Fritz. Die anderen haben eine Ansage gemacht. Was rennst du? 1:09 und ein paar zerquetschte. Was, wenn ich noch mit rein? So, ich mache jetzt hier gegen Fritzi ein Ski-Ergometer-Battle, weil dann kann ich heute gewinnen und er zieht mich morgen ab. Das ist jetzt mein Plan. Fritz, was sagst du dazu? Ich suchte ein Snowboard-Ergometer, aber habe ihn nicht gefunden. Jetzt komm jetzt! Ach, jetzt geht's. So, seid ihr bereit? Pass auf. Halt mal erstmal falsch. Halt mal erst das. Ja, genau. So. Das hier. So. Schön, dass das da aufliegt draußen. Ne? Dass der Hand. Ich hab ein gutes Gefühl, das kann was werden. Stabil stehen, dann kommt ihr das Ding mit. Höher. Eine Minute ist ganz schön lang. 4, 3, 2, 1 und. Da die Hölle. Und? Hat gewonnen? Oh, ich ahne es. Nicht mal so eindeutig. 342 Meter. Versus 306. Ist so. Oh ja. Haben wir uns verdient quasi. Oh ja. Oh, ich zitter. Wie viel Laktat ist das wohl jetzt schon nach einer Minute? 8. Sigi, jetzt du. Wir brauchen noch einen Gegner für Sigi. 306 kann ja jeder. Also wirklich, 306 ist ja dafür. Dafür ziehe ich mich ja nicht aus. Ach, los. Geil, ey. Hat sich überreden lassen. Wer wäre stolz? Coach Görke wäre schon wieder stolz auf uns. Er ist stolz auf uns. Ist stolz auf uns. Warm-up. Sigi, da machen wir gleich noch eine Runde. Hat der euch nicht eine Vorbelastung aufgeschrieben? Nina ist vorne, Alex. Der Marathon ist egal, Sigi. Das hier ist jetzt das Wichtige. Komm, Junge. Sieht der Pulli aus. Komm, Pulli aus. Was? Oh, nee. Ey, das läuft jetzt noch weiter. Das war ja beschiss. Willst du nochmal? Ja, gegen Sigi muss ich jetzt nochmal. Was ist alles? Was jetzt? Jetzt rüber zur Burpee-Challenge. Leute, ich bin bei Erdinger, wie ihr seht, und die haben hier ein Active-Team und das hat einige Vorteile. Ich bin natürlich auch drin und was es für Vorteile hat, das erzählt euch jetzt kurz Nina. Wir vergeben Startplätze bei über 150 Events in ganz Deutschland, überall, wo wir auch mit einem Erdinger Alkoholfrei-Ausschank vor Ort sind. Ihr könnt bei unseren Großevents in der Teamlounge vorbeischauen. Dort gibt es kostenlose Snacks und Getränke, so viel Erdinger Alkoholfrei, wie ihr wollt. Wir arbeiten auch mit starken Partnern zusammen, unter anderem mit Powerbar, wo ihr 30% Rabatt bekommt. Auch Garmin ist einer unserer starken Partner. Deshalb kommt unbedingt ins Erdinger Active Team. Wir freuen uns auf euch. So, wir haben es abgeholt und Fritz hat gesagt, er gewinnt morgen. Ich bin hier nur für Beat Your Bib. Ich bin Startnummer 34.000 und bist ja. Stimmt, Beat Your Bib kann ich auch schaffen. Ich bin auch 35.000 irgendwas. Geil. Im Hotel angekommen, alles abgeholt, eingecheckt und. Kurz schon mal ein Laydown, zeige gleich nochmal genau das Race-Outfit rechtzeitig hingelegt hier. Jetzt geht's Pizza essen mit der Fischmarkt-Crew und dann ist eigentlich alles ready. Und morgen 1:30 Party Pace, Train kann starten. Auf der Messe waren schon super viele von euch, die mich angesprochen haben, gesagt haben, ey, lass zusammen rennen, 1:30, genau mein Ding. 1:29:59 wollen viele rennen. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich habe mir ein Outfit rausgesucht, was auf jeden Fall nicht zu übersehen ist, dass mich alle finden morgen. So Leute, Race-Outfit für morgen steht, damit ihr mich auch gut erkennt und ihr im Hotel passen, gab es noch einen Cocktail gerade. Perfekt vorbereitet für morgen. Ich lege mich jetzt so gleich ins Bett und dann kann es abgehen. Also, ne, Party-Pace, 1:30, ich glaube, ihr erkennt mich. Wir sind auf dem Weg und Fritz hat hier ganz scharfen Schritt drauf. Er ist nicht nervös schon. Nein, ich überlege gerade, ob ich lieber mit Staggy hier ein, zwei Erdinger mehr trinken soll auf der Strecke. Party Pace! Ja, ist besser als 1:09, ne? Oh, ja. Macht schon nervös, oder? So eine Ansage? Ja.
Ich überlege schon, Alter, wie ich rauskomme aus der Nummer. Du kannst uns auch bei Kimi erzählen, auf mich warten. Ja, so der Plan. Und dann sagen, du bist geplatzt. Dann hast du wenigstens versucht. Ich versuch's, 1-2 Kilometer. Ja, Sachen sind abgegeben. Bisschen frisch hier und Alex geht schon die Wade zu. Wenn das erste Pre-Racen hat. Ich glaube, das ist Angst. Pure Angst vor Huben und Fritz. Oh oh. Und dass du auch noch von hinten kommst. Und wir müssen uns jetzt noch an die Witzig-Schlange anstellen, die nur 438 Meter lang ist. Oh ja, das ist werbefrei übrigens. Moin! Fritz hat gerade den besten Selling-Feature vom Erdinger Active Team. Hier gibt es nämlich bei den Events die Lounge und in der Lounge gibt es. Eine wahre VIP-Lounge. Eigene Dixies, das ist eine richtige VIP-Lounge hier. Also, weil die Schlangen da hinten sind wirklich 800 Meter lang. Richtige Schatzkiste. Richtige Schatzkiste. Oh, und wen ich noch getroffen habe hier. Du läufst auch 1,30. Läufst du 1,30? Ja, ich wollte nur 1,29. Könntest du meine Jacke halten? Ja, warte. 15 Sekunden, dann geht's los hier. Ich bin ganz nervös. Huhu! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! 1! Man, jetzt eigentlich schon die Uhr? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich bin noch nie so entspannt losgelaufen. Ich dachte, es geht los. Ach so, war's das schon? Es ist jetzt 1:30 stehen. Oh, es geht los. Man stoppt dann ab den Bogen, ne? So, dass es heißt. Also, ich melde dich gleich hier, wenn das Getümmel hier vorbei ist. Wie war das? Was für Hammer haben wir? Also, bei mir steht 3:40 auf der Uhr. Ja, bei mir auch. Das ist ein bisschen zu schnell. Wenn wir da so 3 Kilometer laufen, dann können wir die danach alle in 4:40 laufen. Bis zur Siegessäule. Dann machen wir 4:30. So, wir sind raus aus dem Getümmel. Wie immer viel zu schnell angelaufen. Aber wenn du noch reden kannst, ist doch alles top. Ja, jetzt noch alles top bei 800 Meter. Selten so gut gefühlt. Ja, das ziehen wir jetzt so durch und dann Bestzeit. Kurzer Zwischenstand, kurz vor Kilometer 4, Sören ist weg, aber noch mehr Kölner gefunden hier. Mal auf zusammen, die komplett im Soll. Komplett im Soll, zu schnell. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen, es wird schneller als 1,30 oder viel langsamer. Unterschreibe ich so. Ja, hier ist eine gute Gruppe unterwegs. Da müssen wir jetzt durchziehen. Jetzt haben wir hier noch einen persönlichen Pacemaker bekommen. Aber allerdings steht da irgendwie die falsche Zahl drauf. Ich wollte 1,30 laufen. Wie ist das denn schon wieder passiert? Hupsi. So, kurzer Check-in. Kilometer 11,6. 46 Minuten. Voll auf Track noch hier. Hier werden noch Absprachen getroffen. Ja. Sieht sehr gut aus. Auf dem Weg zur PB. Ja, definitiv. Pacer Duties laufen. Und hier ist Zeit für ein Gel. Wie sind die Haare? Guten. Prost. Prost. So, nach 5 Kilometer. Und jetzt ist doch noch ein Race. Alle verloren. Und ich lasse jetzt mal laufen und schaue, was rauskommt. Also, Race Mode on. Oh, und dahin kommt die fette Running Crew Cheersäulen. Zwei Kilometer und langsam bin ich am Limit. Here we go. Okay, und ich nehme euch hier mit auf meine letzten Metern in die Zielgerade, weil hier Mucke lief, die nicht GEMA-frei war. Das heißt, wir kriegen hier Probleme. 1:26:10 sagt hier der Tacho und das große 3-Liter-Glas Erdinger wartet auf mich. Erstmal einen fetten Schluck aus der Pulle genommen und die ganzen Fotografen haben dann natürlich geschrien, Bierdusche, Bierdusche. Den Wunsch habe ich denen erfüllt, mir das Ding über den Kopf gekippt nach dem High Rocks, wo ich nur das Fake-Glas hatte. Und ja, das musste ich ja noch nachholen. War natürlich bei dem Wetter nicht ganz so geil, weil es kalt war. Und ich kann auch sagen, so eine Bierdusche, wer es noch nie gemacht hat, klebt wie Sau. Sören kam noch ins Ziel hier kurz nach mir, mit dem ich gestartet bin. Habt ihr gesehen am Anfang, er hat auch noch einen fetten Schluck aus der Pulle genommen oder aus dem Riesenglas besser gesagt. Alle abgeklatscht, PBs gab es ohne Ende, geile Zeiten, geiles Wetter und hier weiter mit dem Video. Und nochmal kurze Zwischenmeldung hier aus dem Videoschnitt vom Laufvideo. Und zwar die Jungs habe ich natürlich nach ihrem Zieleinlauf auch gefragt, wie ihr Lauf war, aber es lief so laute Zielmucke, dass wir hier Copyright-Probleme gekriegt haben. Ich das Video von YouTube nochmal runternehmen musste und jetzt liefere ich die Zeiten nach. Alex Siegmund, 1:14:03, oh, schlechter als er wollte. Ruben Best, 1:11:54, damit am nächsten dran von der Gruppe. 1:11:11 hat er ja gesagt, oder 1:11:30, also fast.
genau die Zeit geschafft. Und Fritz, 1:11:45, da habe ich noch ein bisschen rumgejoked. Ja, unter 1:10 war es nicht. Lag bestimmt an dem Liter Bier, den er am Abend vorher mit der Pizza noch hatte. Den lässt er beim Marathon in Rot dann weg, hat er gesagt. Und ja, war ein richtig geiles Wochenende mit den Boys. Und ich würde sagen, on to the next one. Und jetzt hier weiter mit dem Video. Ah, zurück im Hotel und geduscht, umgezogen. Was war das für ein geiler Lauf. Einfach nur Bock gemacht, wie immer zu schnell losgelaufen. Und immer mit unterschiedlichen Leuten auf der Strecke gewesen, wie ihr gesehen habt. Und irgendwie am Ende dann doch noch geraced. Und ich muss jetzt nochmal die genauen Zeiten checken gleich irgendwann. Ich habe auf der Uhr irgendwas von 1:25:30, habe aber auch zu spät gedrückt, weil dann da das 3 Liter Erdinger Glas kam. Ich ein bisschen überfordert war mit Film und dem riesen Glas und über den Kopf schütten und so. Ich check nochmal die offizielle Ergebnisliste und ja, keine Ahnung was war. Auf jeden Fall deutlich unter 1:30, deutlich geiler als ich gedacht hätte. Und oh, halt Marathon macht einfach Spaß. Und das Allergeilste waren so, ja, die Leute, also wie viele auf der Strecke mich erkannt haben, zugerufen haben und auch im Ziel mit so vielen Leuten gequatscht. Und jeder hat sich abgeschlagen, Fistpump gegeben, gesagt, ey, geile Zeit, geile PB, geiler Run, egal ob es schnell war, langsam war, was auch immer. Aber so dieses, ja, zusammen einen coolen Lauftag in der Stadt irgendwie zu haben, einfach geil. Und hat einfach Bock gemacht und, ja, ich bin so ein bisschen angezündet auf Events jetzt wieder. Also Laufen, Radfahren, was auch immer, aber das macht einfach nur Laune und ganz egal, bei mir war es ja auch keine Bestzeit, ob es Bestzeit ist oder nicht, aber einfach einen coolen Tag haben mit coolen Leuten, neue Leute, die man kennenlernt und Hobbysport, wie Nils es gesagt hat, wenn es so richtig Hobbysport ist, ist es richtig, richtig geil. Ohne Druck, ohne irgendwas, macht einfach nur Laune. Also, voll zu empfehlen, melde dich euch auch irgendwo an. Ich bin doch ein bisschen kaputter, als ich dachte, wie ihr merkt. Ne? Also hat Spuren hinterlassen, der Halbmarathon. Deswegen jetzt noch schnell irgendwie eine Pizza essen oder so. Dann geht's in Zug ab zurück nach Köln. Und ich muss mich schon wieder ein bisschen beeilen. Also reingehauen. Vielleicht melde ich mich in Köln nochmal mit den offiziellen Zeiten. Offizielle Zeit netto 1:25:19. Die ersten 5 Kilometer bin ich gelaufen im 4:04er-Schnitt in 20:16. Die zweiten in 20:14, 4:03er-Schnitt. Dann die nächsten in 20:23, 4:05er Schnitt und dann der Rest bis ins Ziel, die 6, irgendwas Kilometer, 4:01er Schnitt in 24:26, was dann insgesamt die Zeit 1:25:19 ausmacht. Also, damit haben wir die Zeiten hier offiziell auch abgehandelt und ja, richtig geiles Wochenende, mega Spaß gemacht und wie ich schon gesagt habe, das Coolste war eigentlich alle Leute zu sehen, mit euch zu quatschen, die da waren, angefeuert zu werden und einfach ein geiles Sportwochenende ja, verbracht zu haben. Und natürlich, das Allergeilste, die Zeit ist besser gewesen als gedacht. Das heißt, es ist noch ein bisschen mehr im Tank drin. Macht mich jetzt natürlich noch wieder ein bisschen, motiviert mich einfach. Ich bin heiß. Muss mal gucken, was ich jetzt als nächstes mache. Ich glaube mal wieder was mit Fahrradfahren. Aber so ein Halbmarathon in der Stadt, richtig cooles Ding und wird nicht der letzte gewesen sein dieses Jahr. Also jetzt genug gesabbelt hier. Schluss mit dem Video. Haut eure Wünsche, Anregungen, Kommis, was auch immer, immer in die Kommentare rein. Checkt die Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Unser Club, unser Shop. Wo ihr uns unterstützen könnt, dürft, müsst. Und jetzt sage ich Tschüss.